Funwork 600 4x4, der Mercedes-Benz Sprinter, ja, in der neuesten Version ein Erfolgsmodell, das fast weltweiten Service genießt. Und ja, es gibt es in Amerika überall, natürlich auch in Deutschland. Und wir sind bei Klaus Hühnerkopf. Grüß dich, Klaus. Ja, grüß dich. Ja, du bist großer Fan von Mercedes-Benz schon länger. Der neue Sprinter, man hat das nicht erwartet vor Jahren, dass das mal so ein Erfolg wird, oder? Ja, obwohl der Sprinter gibt es ja nur auch schon lange. Vorher war es der 210er das größte oder 310 und jetzt gibt es den Sprinter. Aber dass der erfolgreich wird, ich meine, wird ja in Düsseldorf gebaut, kommt aus Deutschland, jetzt in den USA so erfolgreich ist, das ist halt der Hit. Ne? Das ist jetzt noch ein Sechszylinder, gell? Das ist ein Sechszylinder, ja, mit den 190 PS. Ne? Die Serie läuft aber raus, wie in der Abgasnorm. Und das ist ein 6 Meter Fahrzeug. Allrad. Allrad, Werksallrad. Und hier haben wir halt auch gleich eine Drittstufe drunter gebaut. Weißt du, die kommt auch aus den USA, die fährt komplett unten drunter. Also die ist weg. Ne? Das ist halt beim Allrad der Vorteil, wenn du hoch und runter machst. Die Bodenfreiheit. Ne, von der Bodenfreiheit her. Wenn du eine normale Drittstufe hast, das ist drüben an dem Auto, das ist eine Werksdrittstufe, die fährt noch gerade rein. Ne? Und dann merkst du das schon, das sind 5-6 cm, weil es das tiefer ist. Ne? Ja, und die ist natürlich auch für amerikanische Verhältnisse, für die Gewichtsklasse der Menschen dort gebaut, oder? Ganz genau. Also du kommst hier ganz richtig, die ist stabil. Ist auch, die Konstruktion ist so gemacht, das ist direkt an dem Holm dran, ne? Direkt vom Mercedes, also nicht was zusammengebastelt, sondern das passt für den Querholm, der hier drunter ist, die zwei Stück, passt das ganz genau drunter. Ne? Das darf ja in Amerika nicht versagen, gibt direkt eine Klage. Ja, Millionen. So ist das. So, hier sieht man, das Ganze basiert auf einem tollen Boden. Ihr habt das ganze Fahrzeug mit Armaflex, das können wir uns gleich mal angucken, ja, komplett vorher verkleidet. Ja. Das heißt, Wärmebrücken gibt es so gut wie gar nicht mehr. Ja, ist komplett isoliert. Also die Hohlräume sind alle mit, also die Flächen sind alle mit 2x20 mm Armaflex ausgekleidet. Dann hast du 40 mm Dämmung. Das ist eigentlich so eine Dämmung wie bei einem normalen Wohnmobil oder bei einem hochpreisigen Wohnmobil auch. Ne? Vorteil ist auch, es ist viel leiser. Du fährst das Fahrzeug hier, das ist dein Testfahrzeug, an dem du immer vieles testest und ausprobierst? Genau. Das ist mein Testfahrzeug, wo ich dann auch wirklich mal selber immer am Wochenende mal mit wegfahre, ausprobiere, was kann man verbessern, was kann man ändern. Und wir sind hier gewisse Sachen gerade noch am Umbauen, was ich hier gleich mal zeige. Hier zum Beispiel hast du das Schienensystem, das gibt es einmal mit 3 Schienen oder mit 2 Schienen. Mhm. Ja, und bei dem 3-Schienensystem kannst du gut 3 Sitze nebeneinander machen. Bei den 2-Schienensystemen können die Sitze etwas breiter sein, dann können die großzügiger sein. Dann hast du von der Breite her, vom Sitzen her, ist das angenehmer. Ne? Der Sitz, wenn du hier guckst jetzt, der ist 44, also 42 und der breitere Sitz ist 47. Mhm. Das ist schon, das merkst du in der Breite. Und dann kommst du auch von der Wand her ein Stück rüber. Deswegen gibt es dann verschiedene Varianten. Also diesen wählbar, wir können es das gleich mal angucken. Das ist ein breiterer Sitz? Das ist ein breiterer Sitz. Genau, dass man nur mal sieht. Also da sitzt man etwas bequemer. Siehst du sogar 49, also 47, 49. Und da sitzt du schon viel angenehmer. Und wenn du dann mal die Mitte dir anguckst, da muss die Schiene halt ein Stück rüber. Ne? Mhm. Damit du dann mittig bist. Und dann hast du außen auch, wenn du hier drauf sitzt, beim Dreisitzen, ist halt schmäler. Ne? Und wenn du das Schienensystem 2er machst, kommst du etwas weiter rüber. Man sieht dich immer in Running Gag mit einem Zollstock. Den hast du immer dabei, oder? Maßband. Maßband. Ja. Ne? Zollstock ist, denkst 5 Meter Maßband. Dann ist man immer, kann man mal schnell sagen, das ist jetzt 64 mal 54. Das ist immer einfach, habe ich eigentlich immer mit dabei. Okay. Das ist so ein Markenzeichen. Ja, bei dem Tisch hier, also die Sitze sind original drehbar. Wenn du keine drehbaren Konsolen in deinem Sprinter drin hast, können wir die umbauen. Also wir haben auch Drehkonsolen extra für den Sprinter, wo wir aus normalen Sitzen drehbare machen können. Das sind auch professionelle Drehkonsolen, die knarzen nicht. Ich habe mich eben mal draufgesetzt, da knarzt gar nichts. Ja, ganz normal, das ist ganz normal. Ja, ich habe schon die und die gesehen, aber die sind selbst im gedrehten Zustand, halten die. Die arretieren im gedrehten Zustand. Genau, das ist von Mercedes zertifiziert und es kann auch ein Original-Mercedes-Zubehör sein.
Okay. Du hast halt einen Vorteil, es gibt ja auch, also dieses System muss ja nicht nur die 907er Baureihe ist das ja, ist die neueste Baureihe von Mercedes, die passt auch in 906 rein, also auch die Vorgängermodelle. Mhm. Weil innen drin hat sich bei Mercedes von der Grundkause hat sich nichts verändert. Die haben halt das Blechkleid und Armaturenbrett und so ein bisschen Facelifting gemacht. Also für alle, die es nicht kennen, das ist ein Original, eine Rarität im Moment. Komm mal kurz zu mir. Ein Klaus-Hühnerkopf-Fenster. Ja. Das ist ein, ich sag mal, in Fachkreisen eines der gefragtesten Fenster. So gefragt, dass du mittlerweile Lieferschwierigkeiten kriegst oder... Ja, oder also wir haben schon längere Lieferzeit, aber das in der Allradszene und als Sicherheitsfenster auch in dem Weißwarenbereich, sage ich, in den normalen Reisemobilen, wird da schon viel eingebaut. Also wenn man hier einbrechen möchte, am besten die Seitenscheibe von der Tür oder von der Tür vorne. Hier tust du, ja, wenn du einbrechen willst schnell rein, dann gehst du lieber vorne drüber rein. Ne? Also ist aber auch kein Problem, hier in der Alarmanlage eine Cobra irgendwas einzubauen von Vodafone? Das ist überhaupt kein Problem. Okay. Alarmanlage, das ist kein Problem. Also vielleicht nur ein, zwei Features. Dieses Fenster hat eine Schallisolierung, ich glaube über 30 dB Schallisolierung, 31 dB. Es hat Makrolonglas drin, das kriegst du nicht kaputt? Nee, normal nicht. Okay. Axt kannst du reinschlagen, Hammer, habe ich schon alles gemacht. Also so, das funktioniert. Dann hat es eine Lüftung, das schauen wir uns gleich mal im Detail an. Ja. Du hast noch eine Besonderheit hier eingebaut, eine Revolution demnächst, sogar auf Wunsch elektrisch. Ja, da bist du dran. Bin ich dran, demnächst, was ist demnächst, aber bald, ja. Das ist halt auch eine Dreifachverglasung mit dem getönten Scheibe drin, wie im Sonnenschutz. Und du kannst hier ganz normal die Dachloge auf und bleibt dann immer auf jeder Stellung stehen. Der Hebel ist extra dran gemacht für kleine Leute, so wie ich. Ne? Zack, zack. Warte, ich zeig dir mal gerade deine Größe. 1,69 bin ich. Echt? Ja. Plus Mehrwertsteuer. Und plus Mehrwertsteuer, 16%. Nächstes Jahr bin ich 3% größer. Man kann es auch verdunkeln? Ja. Und so geht dann so. Verdunklung. Du hast dann einmal hier und dann hast du auf die Seite, ist zu. Ist Makrolon wieder? Ja, so ist Lüftungsstellung. Siehst du, ist so ein Hang. Edelstahl. Ob das Ediorg oder Edelstahl ist oder verzinkt, ne, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, man kriegt es so nicht auf. Das ist eigentlich Serienbeschläge. Also es sind jetzt keine Beschläge, die Klaus erfunden hat, sondern das ist handelsübliche Beschläge. So, wie so, zu Hause. Wie zu Hause, ganz genau. So, dann machst du einmal Fliegenschutz. Und übrigens, der Fliegenschutz, der geht auch in... Es gibt ja jetzt in Skandinavien neue Mücken, habe ich gehört. Die sind ganz klein. Ja, das ist hier Blackfly. Blackfly. Es gibt auch für Blackfly Fliegenschutz, nur dann hast du das Problem, da kommt nicht mehr viel Luft rein, ne? Mhm. Weil das so dicht ist. Also da ist mit der Luftzirkulation. Geht auch, also auf Wunsch auch mit Blackfly. Blackfly ist kein Problem, das kann man machen. So, also eine Allradzähne, so kannst du es oder so. Da kannst du es auch machen. Vielleicht mal kurz vom System her. Du baust hochwertige Allradmobile. Das ist so, in der Allradszene, ja. Ich sag mal, brauchst du nicht wegrennen, also Hühnerkopf. Das vielleicht ganz wichtig ist, denn du kannst mit dem Fahrzeug, das hat ja Allrad, auch schlecht Wege fahren, ohne dass dir alles um die Ohren fliegt. Das funktioniert mit dem Auto, ist überhaupt kein Problem. Also das Auto ist ja auch konzipiert, das ist ein Handwerkerauto, also das ist so konzipiert für die ganze Woche. Zum Baustelle. Baustelle. Und am Wochenende kannst du es halt für die Freizeit nehmen. Also Baustelle heißt wirklich, wenn du jetzt, ich sag mal, im Tiefbau bist, du fährst auf eine Baustelle drauf, 4x4 geht. Überhaupt kein Problem. So. Ich zeige mal gerade das System Airline-Schienen. Das ist nicht so ab Werk drin. Ihr habt das komplett entkernt, das Fahrzeug? Nee, das kommt ja nackt, leer. Also die meisten haben ich zeige das mal gerade, dass man das mal sieht. Hier vorne steht ein Nackter, richtig? Ja, da ist es schon isoliert. Aber so im Endeffekt kommen die nackt. Da sind auch keine Ausschnitte drin. Draußen haben wir noch mehr stehen, die wir noch ausbauen müssen. Und dann machen wir die Ausschnitte rein. Das gibt aber eher ein Auto mit, der kriegt einen festen Ausbau rein, also der wird nicht modular. Das hier wird auch ein bisschen luxuriöser, kriegt sogar ein Slideout. Der kriegt einen Slideout rein. Und so, und so sieht das dann unten aus, das nackte Blech. Genau, und dann kommt ein Schienensystem, wird hier reingeschraubt, verklebt. Ist eigentlich das gleiche Schienensystem, gibt es in verschiedenen Längen, 4 Meter, kannst du so bestellen, wie du das gerne haben möchtest, wie in den Bussen, Reisebusse, die haben das auch. Ne? Und hier sieht man schon das Armaflex drin, also von der Pike auf wird hier isoliert getan, gemacht und vielleicht gehen wir nochmal kurz rein, übrigens, das ist deine Firma, Klaus Hühnerkopf, den Namen, du heißt wirklich so. Ich heiße wirklich so, ja. Also auch in der Schule schon. Auch in der Schule schon, also das war so, von der Geburt ab.
Von Geburt ab. Also, das ist der Boden, der ist ebenerdig. Genau. Das ist das Airline-System. Genau. Hier hast du verschiedene Schienen. Oder im Rhein. Hier zum Beispiel ist hier verhaken, wenn du die Spanngurte machst. Klaus, du bist so schnell. Mach das mal für jemand, der das noch nie gesehen hat. Hoch? Genau, hoch und rausziehen. Und so wird es dann. Und das hält. Und so ist fest, ja. Das wird eingesetzt, Airline, zum Beispiel in der Luftfahrtindustrie. Ja, ich glaube, das kommt aus der Luftfahrtindustrie für die Sitze. Ne? Weil gibt's ja in den Flugzeugen ist ja die Sitze, gibt es ja kleine Business Class. Das Gepäck auch, glaube ich. Gepäck und alles drum und dran. Hier vorne, also, überall wo hier schwarz ist, sind Airline-Schienen in schwarz. Und zwar überall. Ja. Oben, unten, links, rechts, an allen Seiten. Ja. Ja, kannst du ein Ding. Und dann gibt es hier eine Ablage drin, die du als Bett benutzen kannst. Die ist jetzt nicht drin, die muss ich dir dann gleich nochmal zeigen. Die haben wir gerade ausgebaut, weil wir verschiedene Umbaumaßnahmen hier an dem Auto machen. Dieses Bett kannst du dann halt von der Höhe nach oben machen. Aber das zeige ich dir gleich nochmal. Das hat einen Grund, warum wir das mal rausgemacht haben. Warte, ich mache mal ganz kurz eine Anmoderation. Da ist der Radkasten runter. Da ist der Radkasten runter. Und diese Breite ist ja ohnehin nicht nutzbar, sage ich mal, weil der Radkasten, wenn ich jetzt tief lade. Du hast dich bemüht, den Aufbau um 6 cm nur zu beeinträchtigen. Ja. Das bedeutet, alles in allem, hier ist der Wassertank drin. Den habt ihr extra anfertigen lassen. Das sieht man hier ganz schön. Da ist der Radkasten drunter. 6 cm gehen verloren. Nicht mehr? Mehr nicht, ne. 6 cm in der Breite. Ne? Das heißt, eine Europalette würde noch reingehen? Die geht rein. Ne? Europalette ist 80x1,20. Wenn du jetzt hier guckst, hier hast du jetzt 1,30 m, 6 cm ab. Also die geht noch quer sogar rein. Okay, ja. Das ist, glaube ich, vielen auch wichtig. Das heißt, hier ist eine Besonderheit drin. Du bist Handwerker. So, Handwerker brauchen auch schon mal richtig viel Leistung. Ja, also Strom ist ja eine Sache, aber was nutzen wir? Da sind 3 kW drin. Ja. Das heißt, da kommen 3 kW 230 Volt raus. Ganz genau. Das sind 3000er Wechselrichter. Siehst du? Da ist 2000. Gibt es auch ein 3000? Gibt auch ein 3000, Entschuldigung. Hier ist jetzt ein 12 Volt 2000 eingebaut. Und dann haben wir eine 200 Amperestunden Lithium-Batterie von Mastervolt drin. Eine 200 Amperestunden? 200 Amperestunden. Das heißt, hier eine Kreissäge würde gehen mit 2 kW? Ja, Kreissäge geht oder eine Bohrmaschine und so Sachen, das kannst du alles mit betreiben. Du hast dann einmal Außenstrom, eine Einspeisung, wo du über 220 Volt das laden kannst. Oder machst du über die Batterie halt 220 Volt. Die Außensteckdose ist jetzt hier noch in der Radkastenverkleidung. Die wird dann nachher... Hier ist die Verbindung, wird dann zusammengesteckt. Okay. Dann hast du hier einmal noch einen Verbinder für die Steckdose. Klaus, sei mal gerade so lieb, schieb's mal einfach mal so drüber, aber jetzt nicht ganz, sondern nur, dass man mal sieht. Ja, gut. Machen wir den Deckel ab. Ja. Und dann sieht man das besser. Und dann kann ich das. Das ist Profitechnik aus dem Schiffsbau. Das heißt, ich als Handwerker kann damit richtig arbeiten. Genau. Dann kannst du mal zusammen. Warte einen Moment, wie rum gehört's? Da muss ich schauen. Zack, so zusammengesteckt. Und dann kann ich das im Endeffekt so drüber bauen und stecke das dann hier im Endeffekt innen drin die Steckdose auch zusammen. So, das bleibt ja eh montiert, muss man sagen. Das kann man eigentlich immer dran lassen. Das ist halt nur immer zum Service oder so, wenn du dran willst. Dann hast du hier die Steckdose, wo du außen einspeisen kannst. Hier bei dem Fahrzeug habe ich halt keine Außensteckdose gemacht. Achso, es gibt die Steckdosen auch einen schönen. Ja, die gibt es auch einen schönen. Ja. Also nicht so eine blaue, wie du das bei deinem Wohnmobil hast. Also es kommt aus dem Marinebereich. Mastervolt ist ja aus dem Marinebereich, deswegen ist das verchromte Steckdose. Hier habe ich halt die Durchführung nach unten gemacht, damit ich mir das Kabel von unten reinholen kann. Hier kommt dann noch ein Deckel drauf, wenn ich kein Kabel habe. So, ich zeig's mal, das kommt dann da drüber und ist dann komplett über den Radkasten dann drüber. Auf der Seite. Auf der Seite, klar, verstanden. So, hier genau das Gleiche. Deckel drauf machen, dann nachher. Zack, zack. Sitzbank. Und dann ist das Sitzbank. Der wird dann eingehakt, dass ich mal drankomme. Das ist auf der Seite genauso. Hier kommt den Wassertank, bauen wir gerade ein. Das Tankvolumen ungefähr? Ich glaube 80 Liter. Okay, also schon viel. 80, 85 Liter. Weil ich kenne es aus den VW-Bussen, da reden wir oft über 10, 20 Liter. Ja, 30 Liter haben die, ja, stimmt. Den bekommst du auch noch ein bisschen länger, denn bei einem 7 Meter Auto habe ich ja hinterm Radkasten 80 bis 90 Zentimeter länger. Ne? Und dann kann ich den im Endeffekt drüber bauen. Die Batterie von hier speist komplett die Lampen hier ein. Und ich habe halt hier unterm Tisch und so auch 230 Volt. Warte mal, ich komme mal kurz noch mal zu dir auf der anderen Seite.
Das bedeutet, die Elektrotechnik ist bereits verlegt. Die liegt hier in dem Doppelboden drin. Das können wir uns vielleicht mal in der Wand drin. Wenn du mal kurz mitkommst, Klaus, wir haben drüben einen zerlegt, dass wir mal sehen können, das hat mit Serienfertigung nichts zu tun. Das hier ist Handarbeit. Ja, hier ist auch ein Boden drin. Der ist zum Beispiel hier mit so einer Betonoptik. PVC gemacht. Der hat schon den Wassertank drin. Die Verkleidung machen wir noch. Der hat jetzt keinen Wechselrichter drin. Der kriegt nur normale Steckdose außen als Außeneinspeisung rein. Und hier auf der linken Seite haben wir dann eingebaut eine Warmluftheizung. Eine Diesel. Eine Diesel-Warmluftheizung zusätzlich. Der hat einmal von Mercedes vorne eine und hier kommt eine Warmluftheizung zusätzlich rein. Der Kunde wollte keine Batterie und so mit drin haben. Der hat eine Zusatzbatterie von Mercedes und am Sitz noch drunter. Und da wird die ganze Stromsachen von dieser Zusatzbatterie und am Sitz eingespeist. Und wenn er 230 Volt haben will, dann muss er das über hier die Außeneinspeisung machen. Dieser Kunde hat die Steckdose außen hinbekommen. Das wollte er so haben. Hier sind die gleiche Steckdose. Genau. Und hier ist einmal für Wasserbefüllung. Ne, aber das bin ich variabel. Wenn ich das nicht haben möchte, außen in der Außenwand, wegen der Optik, dann kann ich das auch bei dem Tank von innen befüllen. So, und hier vorne ist die Elektrotechnik. Da ist sehr schön, wir haben verschiedene Stadien, die noch offen sind, dass man hier ein bisschen was sehen kann. Hier ist eine Leitung, das Stück ist im Boden reingelegt. Und hier, der bekommt dann auch eine große Lithium rein. Der kriegt eine 400 Amperestunden drin. Der hat auch den Ausschnitt schon für eine Klimaanlage oben. Das ist einmal Klimaanlage, das gibt Dachluke. Okay. Das heißt, beides ist drin. Hier sieht man es. Wichtig ist auch Klappern, das will kein Mensch. Deswegen habt ihr alles natürlich in Leerrohren. Alles im Leerrohr drin. Hier haben wir ein Stück im Bodenbereich gelegt. Das gibt die Wandverkleidung. Drüben haben wir es im Bambus. Das Fahrzeug wird unten im Stoff, in der Mitte dann in Eiche astig geölt. Das ist von der Optik her. Das ist außen, ist echtes Holz. Das ist richtig von hier, ja. Und mit gewachst, geölt und gewachst, die Oberfläche. So, jetzt zeige ich mal gerade so ein paar Details, weil das konnte man eben nicht sehen. Die ganze Unterkonstruktion habt ihr nochmal zusätzlich ergänzt. Überall dort, wo Airline-Schienen sind, habt ihr nochmal... Das gleich vorgegeben für die Airline-Schienen, die Bohrungen. Und die sind dann eingebaut und das wird nachher im Endeffekt mit Schrauben, mit den, glaube ich, Imbus haben die Imbus oben drin, wird das dann... festgeschraubt. Und das Ganze oben auch nochmal komplett, das bedeutet, es muss auch halten. Genau, hier ist ein U-Dreher drin, komplett. Und ich meine, du kannst auch mit Spedition fahren, du kannst alles mitmachen. Ne? Ihr habt alle Originalstreben drin gelassen, da wo es ging? Ja, nee, Streben schneiden wir gar keine raus. Also das sind alle drin, gell? Die Originalstreben? Wir schneiden keine Streben raus. Also wenn nur Blech. Aber wie hier zum Beispiel, es kommt nie, ich würde beim Sprinter nie eine große Dachluke einbauen. Weil wenn ich das mache, dann muss ich das komplett richtig verstärken. Mhm. Weil also an dem Himmel, an der Grundkonstruktion schneiden wir nichts raus. Es geht ja auch um die Sicherheit, wenn da mal ein Unfall passiert. Genau. Das machen wir bei den Slideouts, die wir einbauen, machen wir das auch nicht. Also da kommt kein Loch in die Wand, sondern wir nehmen die Original-Schiebetür. So, und hier sieht man auch mal den Aufwand für den Einbau eines Fensters, denn es ist wunderschön mal zu sehen, auch für alle Ausbauer, wie viel Arbeit das ist, allein mal hier so ein Fenster einzubauen, das anzupassen. Ja, hier sind die Ausschnitte, ne? Und dann muss nochmal hier rechts und links eine Verstärkung hin, damit einfach das Blech stabiler ist. Und ich meine, das Fenster in sich ist schon, ich meine, das ist schon ein stabiles Fenster, ist aber auch vom Gewicht her, glaube ich, nur 4 oder 5 Kilo schwerer als ein Innenkunststofffenster. Ne? Also bei mir dreht sich alles immer um Klappern. Der Mercedes-Benz vom Fahrerhaus ist sehr leise wie ein PKW. Man will nicht, dass der hinten der Aufbau irgendwie klappert. Ja. So, ihr habt alles isoliert, alles. Alles, außer vorne am Armaturenbrett, das klappt nicht. Da müsst ihr das komplett ausbauen. So nicht so einfach. Ist der leise innen? Der ist schon leise, ja. Das muss ich schon sagen. Der neue. Ihr habt doppelt. Ja, ihr habt zweimal. Ja, zweimal 20, 40 mm. Ja. Krass. Das gute 19 mm Armaflex, da ist es. Ich bin ganz begeistert, denn Armaflex ist nicht gerade das billigste Material. Nein, das stimmt. Es sind nur noch so ein paar Sachen. Nachher hier um die Fenster rum wird noch fertig gemacht. Ne? Der ist im Bau befindlich. Aber hier allein schon, warte mal kurz. Ich will mal gerade so ein Detail zeigen, mit wie viel Liebe ihr das gemacht habt. Das heißt, das ist deine Vorgabe, Liebe. Ganz genau. Das wird aber vorher gezeichnet, dann komplett ausgestanzt. Immer schon, die Löcher sind alle vorgegeben. Ihr habt eine eigene Werkstatt, wenn ihr hier oben, ist das Alu oben? Das ist Alu, ja. Wenn ihr das kanntet, ihr macht das selber? Wir machen das selber, ja.
Also Prototypen bauen wir immer selber. Wenn wir nachher Mengen haben in Serie, dann geben wir auch viel mal weg. Weil alles kannst du dann nicht mehr selber machen. Ja gut, aber die Vorgaben, ihr habt viele Unternehmer, die hier in der Gegend sind, ja. Die fertigen schon sehr lange nach Auftrag, ja. Und du überwachst auch immer die Fertigung. Ganz genau. Und wie gesagt, die Prototypen bauen wir alle bei uns in der Schlosserei. Na, eine Schlosserei, und wenn das nachher alles hundertprozentig passt, dann geben wir das auch weg und in die Serienfertigung. Ne? So, ich zeig's mal gerade, das Motorrad steht nicht ohne Grund da, das werden wir gleich noch drauf eingehen, denn wichtig ist dir, dass man dieses Fahrzeug ganz multifunktionell verwenden kann. Wenn du mal so lieb bist, dass man drüber stülpst auf der linken Seite, dass man mal sieht, wie viel Platz dann entsteht. Ja, den muss ich auch noch anpassen. Ne? Also noch. Da sind auf der linken Seite noch ein, zwei Kabel. Guck mal. Ja. Genau. Die muss ich dann auch noch. Der ist noch lose drin. Der ist noch lose drin. Okay. So, das ist aber auch möglich, auch das zu entfernen. So, und dann entsteht die komplette Breite. Das heißt, ich kann alles ausbauen. Und jetzt kommt's. Jetzt hast du Module entwickelt. Das fängt an mit einem Schrank, der hier oben angeschraubt ist. Ja, den habe ich nicht entwickelt. Das ist auch ein Modul aus einem Schrank, aus USA. Den kannst du einfach hier oben sehen. Siehst du, hier oben ist eine Drehschraube. 1, 2, einmal links, einmal rechts. Eine Schraube, und hier hinten hast du nochmal 3 Schrauben. Das, so, das Ganze, ich sehe es mal gerade an der Seite, da sind Aufnahmen wieder für die Airline-Schienen. Genau, das heißt, diesen Schrank kann ich mir montieren, wo ich will. Ganz genau, der passt hier hin, der passt hier ein Stück weiter, kann 2 hintereinander machen. Kannst auf die Seite machen, das ist eigentlich egal. Also vollkommen variabel. Variabel, beim 7 Meter hast du ja nochmal einen Meter mehr Platz. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem. So, hier vorne ist das Holz mit drin, das sieht man hier. Und jetzt sieht man was ganz Besonderes, was hier auch noch da ist. Das Airline-System hat unglaublich viel Zubehör, was es auf dem Markt gibt. Zum Beispiel diese Haken. Genau, gibt es die Haken. Die ganz normalen Dingshaken gibt es. Die halt, da gibt es welche mit. Wo du Schrauben genau, wenn du mal gerade so lieb bist und das mal hier einhängst, das geht. Ja, das muss hier so, zack. So, und da kann ich jetzt Sachen verzurren, wenn ich jetzt was transportiere. Du kriegst auch die Stangen für, ne? Wenn du jetzt hier guckst, was da ist, es geht alles. Karabiner. Du kriegst auch hier diese Stangen für, ne? So wie du das im Speditionsbereich kennst. Ne? Okay. Ich meine, das Fahrzeug kannst du auch die Woche über für einen Paketdienst fahren. Ladungssicherung. Genau, Ladungssicherungssystem. Und du hast halt diese Ablage, die zweimal 2 Meter lang ist und 1,75 breit. Die kannst du ja auch in der Höhe verstellen. Die habe ich jetzt extra rausgemacht, weil ich habe ja ein neues System, was wir für ein Verladesystem für ein Motorrad, für ein schweres Motorrad. Und dann musst du das Bett höher machen. Ne? Und das muss man halt dementsprechend, wenn du angekommen bist, kannst du das Motorrad rausfahren. Das sieht man hier vorne. Da vorne wird das Bett draufgelegt. Ja, nee, hier kommt eine Schiene hin. Eine Schiene? Ja. Und da sind dann 3 Teile, wo du das Bett reinmachst. Okay, aber da gibt es ein Foto, das blenden wir jetzt mal ein, dass wir das mal gerade sehen. Augenblick mal. Ja. Eine kleine Schweigesekunde dafür. Ja. In der Zeit gehe ich schon mal nach vorne, denn das Cockpit, das ist frei wählbar vom Kunden. Das heißt, das kannst du so ordern, das Fahrzeug, wie es bei Mercedes-Benz in der Preisliste steht. Genau, das ist original Mercedes-Benz. Muss kein Allrad sein, doch. Nein, macht Sinn. Muss kein Allrad. Hier nebenan das Auto ist auch kein Allrad. Das muss kein Allrad sein. Also das geht mit dem normalen Hecktriebler oder hier mit einem Allrad. Das ist halt ein Werksallrad. Ja, schöne Integration. Mastervolt habt ihr eingebaut. Genau. Hier Batterie, 83%, 10%. Hier ist der Wechselrichter. Natürlich auch eine Lademöglichkeit über einen Booster, Ladebooster. Der Ladebooster ist da drin. Ja. Während der Fahrt wird er dann auch geladen. Und jetzt hörst du gerade, wie der Wechselrichter anspringt. Hast du angeschaltet? Ja. Genau, das heißt, auch das kann ich alles steuern. Da siehst du das. Wichtig ist dir ja, vielen Menschen ist es wichtig, bei solchen Fahrzeugen unauffällig zu sein. Das heißt also, sie wollen nicht als Wohnmobil durchgehen. Und gerade wenn du jetzt unterwegs bist, man kann das wählen. Ich zeige das mal gerade vom Aufbau her. Hier ist jetzt, ich sag mal, eine wunderschöne Reling obendrauf, die aber schon direkt sagt, hey, hier komme ich. Und auf der anderen Seite, jetzt zeige ich mal was ganz Tolles, da hast du die ganz normale, ich sag mal, die Gepäckhalterung auf dem Dach drauf, das fällt gar nicht so auf. Das ist eine normale Serienhalterung, wo du Leitern und alles drauf machen kannst. Da haben wir dann halt eine Markise mit außen dran gemacht. Hier kommt auch noch eine Markise dran. Das ist halt, der Bügel ist mehr im Offroad. Hier vorne kommen noch Lampen, also ja, so Scheinwerfer. Scheinwerfer oder eine LED-Leiste, so ein Scheinwerferband kommt da dran. Ja. Bei dem kannst du noch hinten bekommen eine Leiter, dass du auch hochgehen kannst. Ne? Am Heck. Und hier kriegst du auch noch für die Allradbereich, wie man Ersatzreifen,
kriegst du auch noch eine Halterung, wo du den Reifen hinten dran machen kannst. Du kannst aber auch Sandbleche, du kannst alles, ja, was er Sandbleche will. Sandbleche oben drauf, kannst Kanister drauf machen oder Solar, geht auch, überhaupt kein Problem. Kannst du auch mit einspeisen oder auch nur eine Außensteckdose haben, dass du die Kabel darunter lässt zum rein und raus machen. Du kannst also, aber auch die 360-Grad-Kamera kannst du einbauen, du kannst alles machen, was der Kunde will. Ja. Aber ich muss sagen, hier die Kamera bei dem Fahrzeug, das ist ja ab Werk die Kamera drin, die ist schon gut. Also du hast vorne eine und hinten eine und bei einem 6 Meter Auto brauche ich seitlich, also siehst schon unheimlich viel. Das kann man machen, wenn man das möchte, aber das muss man nicht machen. Ne? So, ich zeig mal bitte, das ist so ein Sitz. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Das ist ein sehr schmaler Sitz. Das ist auch, ja, schmal ist er nicht, schmäler als der andere ist er auch nicht. Eben der war, was haben wir gesagt, 42, der ist 44. Hier, der hat halt einen Vorteil, du kannst den noch zusammenklappen. Also du kannst im Endeffekt, wenn auch vom Rausmachen her, brauchst du nicht viel Platz. Wenn du hier, da kannst du 4-5 Stück reinmachen. Auch wenn du mal so lieb bist, den mal kurz reinmachst. Ist das ein Problem jetzt, oder? Ja, kann ich dir zeigen. Ja. Reinsetzen. Nur, dass man mal sieht, wie schnell das geht. Ist Gewicht ungefähr von dem Sitz? Was denkst du? Oh, das habe ich dir gleich. Ich weiß, das ist jetzt nicht auswendig, aber ich was? Sag mal so, 20, 25. 20, 25 Kilo? Also es packt einen allein? Also ein Handwerker packt das? So. Früher ein Handwerker, der zumindest hat 50 gewogen. So, das so. Kommt da rein. So, dann kannst du das im Endeffekt, siehst du erstmal, das ist ein Vorteil. Du kannst das im Endeffekt überall hin verschieben, in jede Raster. So, zack, fest ist er. Das war's? Das war's. Und das Ding hat Zulassung? Der ist jetzt noch nicht angeschraubt. Ja. Der hat eine Zulassung. Das ist ein normales System aus einem Linienbus, Reisebus. Genau, es geht ja auch darum, wenn die dann kommen, Thema Zulassung, die müssen ja auch getüft werden, die Anzahl der Sitzplätze müssen eingetragen werden. Wie läuft das? Ja, wir tragen ganz normal das Schienensystem. Wir machen es mit TÜV-Abnahme. Okay. Und Einzelabnahme. Hab ja ein Zertifikat, dann lasse ich das Auto abnehmen und dann drehe ich dann der TÜV-Prüfer ein plus 4 Sitze plus 5 Sitze. Okay. Und von der Sache her. Und dann zugelassen ist das Fahrzeug ganz normal als Transporter. Warte, ich zeig's mal gerade, ich komme ran. Warte, ich komme. Dass man das Ganze mal sieht von vorne. Also da ist jetzt der Sitz drin. Gut, da will man vielleicht nicht immer sitzen hinten, nein, aber es würde gehen. Kein Problem. Ne? Kannst du machen. Also bis der wird zum Beispiel, der kriegt 4 Zusatzsitze eingetragen. Dann hast du für 6 Personen. Aber den kannst du auch, ich meine, bis 9 Personen darfst du ja. Ne? Muss halt, die Scheiben müssen hinten sein. Aber das könnte man machen. Und der wird als normaler Transporter, das hat halt den Vorteil, den hast du ganz normal im Geschäft laufen. Ne? Mhm. Also der ist nicht als Wohnmobil. Du kannst ihn auch als Wohnmobil dir zulassen lassen. Ja klar, dann kommen vielleicht Fragen, die man dann gestellt bekommt. So ist ein ganz normaler Transporter. Das ist ein Transporter, ganz genau. Preis, wo geht's los ungefähr? Ja, so bei 25, 6, ja, um die Mitte 20. Wie? Mitte 20? 1000, 25.000. Das Auto nicht dabei, oder? Nein, das Auto stellt ja der Kunde. Okay. Also wir liefern im Endeffekt kein Auto. Das heißt, der stellt dir hier einen Sprinter hin, nach den Vorgaben, nackt, leer. Du sagst ihm, du hilfst ihm auch noch ein bisschen, was er da bestellen soll. Genau, das kann ihm helfen. Ich kann ja auch einen Bestandssprinter. Es gibt ja auch Leute, die ein Auto haben, was 2-3 Jahre alt ist und kann man nachträglich umbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Okay. Ja, also du kannst ja auch einen gebrauchten Sprinter kaufen. Oder du kannst dein Auto, was du jetzt in der Firma hast, kannst du nehmen, hierher bringen, dann baue ich dir den um. Dauer, wie lange dauert das? Nein, das dauert kein Jahr. Also wenn das eingetaktet ist, vorbereitet ist, das kommt darauf an, wie viel du jetzt reinmachen willst. Sag ich mal zwischen 14 Tagen und 3 Wochen. Da steht ja hier, dann kann ich noch. Platz muss frei sein, ne? Okay, verstanden. So Aufkleber, also das Design, das auf Wunsch auch von dir. Das ist auch von uns, ja. Genau. Das macht. Hier haben wir ein Fliegengitter mit. Warte, ich mach's mal, zeig's mal gerade. Der ist ja mal ganz fertig. Das ist ein Fliegengitter auf der Tür. Das schließt sogar. Ich habe so viele gesehen, die schließen nicht richtig. Ja, da muss auch mal. Das ist noch nicht fertig, das muss noch komplett angepasst werden, aber der ist ja auch noch nicht fertig ausgebaut. So, ich zeig mal was. Klaus, komm mal mit. Ja. Denn du hast dir viele Gedanken gemacht für Module. Das heißt, gesehen haben wir jetzt eine Sitzgruppe haben wir gesehen, einen Tisch haben wir gesehen, den zeigen wir gleich nochmal on Detail. Auch den kann man verschieben. Das ist eine Toilette. Genau. Hier habe ich eine Toilette, die normal die Tür mit Magnet verschließt. Während der Fahrt kannst du zuschließen, dass er richtig zu ist.
Das ist eine Trenntoilette. Und zwar kannst du die auch ganz normal, die Kiste, also ich heb's mal hoch. Da fragst du dich ja gleich auch wieder, was riecht. Also ich sag auch mal so 25, 30 Kilo. Komplett die Kiste, ne, mit Toilette. Und ja, muss ich aufmachen. Auf die Airline-Schienen. Und ach, die kannst du ausziehen. Ja, ja, und dann kommt das auch wieder auf die Airline-Schienen. Dann kann ich die so weit ausziehen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass die Kiste nur wegkloppt. Das ist eine Trenntoilette, wo einmal hier der Urin und dann wird dann halt die Feststoffe kommen da rein. Du hast es probiert, das klappt wunderbar, oder? Das klappt einwandfrei, das muss ich sagen. Du hast hier, sind noch Lüfter dran. Wenn du den, da sind Kokosflocken drin. Wenn du das länger benutzt, dann musst du immer eine Lüftung haben. Aber das, wie gesagt, wenn ich am Wochenende nochmal 3 oder 4 Tage wegfahre, brauche ich das nicht. Dann mache ich auch wieder die Kokosflocken und das raus. Aber du kannst, es gibt welche, die in der Allradzähne das fahren, die haben das 2, 3 Monate drin. Ne? Also das ist so, da kommt anschließend Humus raus. Das riecht sogar ein bisschen nach Erde. Das ist Erde. Ist da was drin von dir? Ja. Echt? Ja, ist aber nicht benutzt. Siehst du, das ist hier. Ach, schade. Ich hätte mal gerne den Klaus von unten gesehen. Ganz genau, das sind hier so Kokosflocken. Und die saugen halt die Feuchtigkeit auf. Es riecht und überhaupt nicht nach Fäkalien. Gar nicht. Nee. Ist auch hier. Warte mal kurz, ich muss mal reinfilmen. Siehst du, da wird das ist hier ganz zu mischen. Da wird die links. Und das ist hier im Endeffekt Kokosflocken, die dann halt die Feuchtigkeit aufsaugen. Und vorne ist Baby. Vorne ist Baby. Den kannst du extra rausnehmen. Gibt es noch so Deckel für den Transport dafür, wo du drauflegen kannst, nimmst raus, schützt du weg. Machst du da rein und muss ich sagen, funktioniert einwandfrei. Ist nicht ganz billig, die Trenntoilette, klappt aber super. Eine absolute Alternative zur Chemietoilette, nicht nur für Leute, die ökologisch unterwegs sind, sondern es funktioniert wirklich ohne Einschränkung. Das ist so. Ich habe auch schon viele Kunden das eingebaut in ein normales Reisemobil, wer vorher so eine Chemietoilette drin hatte. Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt eine Seltenheit ist und das kommt immer mehr, diese Trenntoiletten. Ja. So, wichtig ist ja, die Leute möchten auch ein bisschen Barbecue machen. Das gibt's. Hier habe ich einmal eine Küche, eine Mukubo ist das. Das ist eine Küche für Outdoor, also für den Außenbereich, wo hier ein Brenner mit dabei ist. Hier hinten ist die Gasflasche. Dann kannst du hier das Teil ganz hier vorne einhängen. Messerblock. Und am Messerblock hier sind Löffel dabei und Anzünder. Hier hast du deine Gewürze. Und auf der Seite kannst du ausziehen. Echt? Ja, so. Können wir das mal rausnehmen. Hier hast du dann einen Wok. Schneidebrenner. Ja. Das sind Schüsseln. Und hier hast du deine Tassen mit dabei. Es ist komplett für 4 Personen. Besteck dabei. Hier sind Gläser dran. Und hier sind halt Pfanne, Töpfe, die du so ausziehen kannst. Hast du schon mal gesehen? Mhm. Ne, kannst du sie komplett ausziehen. Und ich kann sie einmal vorführen. Zack, zack. Ach so, die sind so wie so eine Matroschka. Ja, sowas in der Art. Siehst du, zack, zack. Das sind Pfannen? Ja, Pfanne, Töpfe. Kannst du. Ich habe eine ausziehbare Pfanne noch nie gesehen. Hast du noch nie gesehen? Ne? Nee. Ja, gut, aber ist, und dann hast du verschiedene Größen und hier hast du deine Gläser drin und noch 4 Teller. Das ist jetzt eine reine Küche. Guck mal, hier kannst du auch verschieben. Siehst du? Also das ist richtig piffig gemacht, finde ich. Und das ist ja der Star am Campingplatz, wenn du sowas rausholst. Ja, das ist mehr für den Outdoor-Bereich, auch für die Allradleute, die haben das so unterwegs. Das ist für außen gedacht. Dann hast du hier nochmal die Möglichkeit, dass du da reinbaust so einen Auszug, wo du einen Kühlschrank drauf machen kannst. Der ist ein Doppelauszug, hier hast du gleich noch ein Schneidebrett. Kannst aber auch die Küche drauf machen. Mhm. Am Neuentwickeln dafür bin ich noch, kommt vorne noch eine Küche hin bei dem Fahrzeug. Das wird so, sagen wir mal, im Frühjahr kommen. Gezeichnet ist es schon. Da kommt der Küchenblock hier auf die rechte Seite. Der Küchenblock, da kannst du von innen kochen und klappst du nach außen. Den klappst du nach runter und dann kannst du ja außen auch benutzen. Und wenn du dann hier eine Markise noch dran machst, wie das da drüben ist, an die Reling, ne? Und dann kannst du schön draußen kochen, dann hast du den Geruch nicht innen drin. Und bei der Küche ist da halt das Tolle, wenn du hier sitzt, kannst du das noch gleich als Fläche dabei benutzen. Ne? Ja. Es muss ein Sprinter sein, richtig? Es muss ein Sprinter sein, ja. Und dann haben wir hier einen Durchgang noch von 55, und dann kommt hier die Küche hin. Und
wo wir auch noch dran sind, und das wird gar nicht mehr so lange dauern, ist, dass ich hier noch ein Duschmodul reinmache. Also ein Duschmodul, wo die Toilette dann mit drin ist. Die Toilette kannst du rausfahren und kannst dann duschen zum Ausklappen. Aber das kommt noch. So, zeig mal bitte den Tisch da. Der Tisch ist so genial gemacht. Ja, Tisch ist eigentlich recht einfach. Der hängt auch am Airline. Alles auf Airline gemacht. Das ist jetzt ein normaler Fuß, den man aus dem Innenbereich kennt. Der ist jetzt eingehakt. Soweit so gut. Das ist noch nicht sensationell, aber jetzt kommt's. Ja, hier hast du halt die Möglichkeit. Das ist eine Schiene. Die habe ich genommen, auch mit dieser Aufnahme vom Airline. Wo du halt einmal da vorne, oder egal wo du bist, zack, dann kannst du die einklinken. So, dann kannst du den Tisch hier machen, zurückspringen. Kannst du die auf die rechte Seite machen. Man könnte auch hinten an den Hecktüren in Airline-Schienen noch dran machen, dann kann man die draußen den Tisch auch rausstellen. Das Coole ist, je nachdem, was du eingeladen hast, kann es ja sogar mal sein, dass du hinten den Tisch montierst, weil du hier vorne vielleicht was eingeladen hast und so weiter. Spielt gar keine Rolle. Du kannst dir das zusammenbauen, wie du willst, jedes Mal neu. Ich habe letzte Woche gerade Fenster geholt, da habe ich hier den Tisch gerade rausgemacht, den Sitz nach vorne geschoben und dann hatte ich hier die komplette Fläche zum Laden. Schieb mal gerade den Sitz hier nach vorne, geht das? Ja, der ist ein anderes System. Einmal muss ich auch in Riegeln. Achso, da ist eine Sicherung. Ja, es gibt verschiedene Sitzhersteller. Also es ist nicht nur Einsteller. Ach, die haben sich spezialisiert auf Airline. Busse, Reisebus. Reisebus, ja. Reisebustechnik. Da kannst du den. Das ist jetzt ein anderer Hersteller. Zack, zack. Der wird so. Der wird hinten verriegelt, den ich dir eben drüben gezeigt habe, der wird vorne verriegelt. Aber das ist ganz verschieden. Ne? Ich muss in Fahrtrichtung sitzen. Ja, du musst. Das ist, genau. Ist so in Deutschland. Das ist so. So, jetzt zeige ich es mal gerade. Also ich bin ganz... Ich glaube, die V-Klasse und der VW-Bus... Das kriegen wir noch raus. Also das schreibe ich dir noch. Naja, das glaube ich, darfst du auch andersrum sitzen. Ja, okay. Das kriegen wir auf jeden Fall raus. Quer darfst du nicht mehr sitzen, aber ich glaube, drehbar darfst du auch. Und das würde hier auch funktionieren. Ja, denn also der Sicherheitsgurt ist ja... So, ganz genau, drei so und drei so. Das müsste eigentlich gehen. Weil ich kenne es ja bei den Bussen, die haben das auch. Also, Klaus... Das hier ist ein Handwerkerauto, bei dem man entweder ein neues Fahrzeug stellen kann, gebrauchtes Fahrzeug stellen kann. Das muss aber das aktuelle Modell sein. Nein. Also das ist die Baureihe 907, das aktuelle Modell. Und die Baureihe 906 geht auch. Das ist der Vorgänger. Ja. Und der ist auch schon 5, 6, 7 Jahre haben sie den auch gebaut. Also bestimmt ein Sprinter, der 8 Jahre alt ist, kannst du noch umbauen. Der müsste passen. Ich habe da eine Werterhöhung auch. Das ist so. Das klar, ist ich habe ein Wohnmobil danach. Aber ich, kann ich ihn als Wohnmobil zulassen, theoretisch? Kannst du. Das geht. Ne? Musst du aber nicht. Ne? Also wenn du in der Firma hast, dann ist, wenn Transporter ist oder Kombi, wie du ihn zulässt, das ist dann einfacher. So, wenn ich das jetzt sehe, das Video, und also ihr habt hier kleine Serienproduktion. Du wirst jetzt keine 1000 Autos bauen können im Jahr. Nein. Also ich sag mal, wenn das richtig am Laufen ist, das war ja die Nummer 1 und jetzt haben wir so insgesamt 4 Stück im Bau. Ich sag mal, wir werden, wenn wir gut sind, mal 2 Monate schaffen. So, ich zeig mal gerade was Tolles, denn der Klaus wäre nicht der Klaus, wenn er nicht ein Herz hätte für Motorradfahrer, die ja immer mehr in Bedrängnis bekommen, demnächst ja wahrscheinlich elektrisch, weil sie ja zu laut sind. Ja, die ist nicht zu laut. Was ist das für ein Motorrad? Das ist eine 1600er, K1600er, Bäcker von BMW. Eine K1600, die wiegt bestimmt 350, 400 Kilo? Ja, 380. 380 Kilo. 380 Kilo. Du hast einen Motorradführerschein? Ich habe Motorradführerschein, ich darf auch ab und zu mitfahren. Ich habe sie jetzt mal zur Verfügung gestellt, kriegt zum Testen, zum Ausprobieren. Das ist der schlimmste anzunehmende Unfall, den es gibt, fast 400 Kilo. Die müssen da hoch und du hast zu mir gesagt, die packe ich so einfach nicht da rein. Geht gar nicht. Genau. Und ich habe jetzt bekommen ein neues Schienensystem für das Motorrad. Und zwar fährst du dann automatisch dran und dann wird das elektrisch reingezogen. Und das wird auch wieder befestigt auf Airline. 2 oder 4? Wie viele Punkte hast du denn auf dem System? Da mache ich auf die, also das heißt hier von aus, das kommt aber darauf an, ob du ein 2er oder 3er hast. Das ist im Endeffekt, das wird hier eingeklickt und das kann ich elektrisch reinfahren oder ich mache das über einen Akkuschrauber. Ist aber auch elektrisch, ist ein Winkelgetriebe dran, das kann ich dir gleich auf dem Video nochmal zeigen. Sag mal, so, wir haben das vorbereitet, mal gucken, ob es klappt, denn alle technischen... Alle. Ja, hier siehst du das. Genau, dreh's mal. Da haben wir es. Da genau, wenn es mal gerade mal in die Kamera hältst zu mir. Aber das muss laden.
Siehst du? So, und beschreib mal, was wir sehen. Ja, jetzt fährt er einfach mit dem Motorrad unten dran. So ist es fest, dann wird es festgezurrt. Siehst du das? Und dann wird das einfach im Endeffekt oben mit dem Winkelgetriebe, der tut das noch verriegeln. Und da ist oben ein Winkelgetriebe, da wird es beim Pickup mit dem Akkuschrauber gemacht, aber da könnten wir auch einen Motor dran machen. Ne? Und dann wird das hochgefahren. Der zieht das schwere Motorrad auch, ja, die in dem wiegt ja auch ein bisschen was. Die wird auch so 380, 400 Kilo. Also das geht bis 450 Kilo, siehst du hier. Ne? Kommt aus Frankreich, gell? Kommt aus Frankreich, ja. So, und dann fährt das automatisch hoch und dann kannst du reinschieben. So ein Schwerlastauszug. Ganz genau. Und das geht auch bei jedem anderen Wohnmobil. Ja, wenn du jetzt einen schweren Harley hast, ich gebe dir wenn Harley. Das jetzt jemand sieht und sagt, das will ich auch irgendwo anders haben, erstmal prüfen natürlich die Last. Geht das? Achslasten? Ja, das ist aber kein Problem. Also bei jedem größeren Wohnmobil, wenn eine Garage hat, dann funktioniert das. Ne? Also das geht. Das ist überhaupt kein Problem. So, die Kunden, du warst damit auf Messen. Wie war die Begeisterung? Haben die Leute gesagt? Ist gut. Ich bin sehr zufrieden. Ja. Und das muss man sagen. Und das geht hier auch mit Mountainbikes. Also Fahrradhalterung kannst du reinmachen. Du kannst surfen. Du kannst sogar das Bettmodul auf zwei Ebenen machen. Das sind also vier Leute. Kannst du mit vier Mann drin schlafen. Du, was heißt Bettmodul? Das ist eigentlich eine Ablage. Die Ablage kannst du auch die Woche übernehmen für Pakete, für Schrauben, für Leisten. Und kannst die Ablage, dann machst du dir am Wochenende deine Luftmatratze drauf und fährst los. Kein Problem. Ne? Sag mal, könntest du dir auch vorstellen, so eine Art Bank zu entwickeln, die auf beiden Seiten ist? So eine Face-to-Face gegenüberliegende, die man dann zum Bett umbauen kann? Das ist auch die Möglichkeit. Ja. Aber das zeige ich dir ja gleich nochmal. Das Bettmodul habe ich gerade rausgemacht. Du kannst ja auch, das sind ja drei Teile. Du kannst ja auch zwei Teile rausnehmen, kannst sie aufs hintere Teil draufsetzen. Ne? Vom Bettmodul und kannst querlegen. Das ist, bist du total variabel. Also du hast hier bei dem Auto wirklich alle Möglichkeiten. Und die Woche über kannst du einen Blumenladen, egal wer es ist. Ne? Alles kannst du mitmachen. Aber wenn ich sage, ich will ein reines Wohnmobil, wäre auch cool. Das funktioniert auch. Geht auch. Also, wenn also ich das System als reines Wohnmobil, man muss halt sagen, wenn man so haben will, oder reines Wohnmobil kann man es auch dann halt hochwertig fest ausbauen. Ne? Mhm. Das ist auch hochwertig ausgebaut, das ist aber, sagen wir mal, rustikal will ich es nicht nennen. Das ist stabil gemacht und praktisch. Ja, ja, aber es hat so ein, ich sag mal, so ein Technik-Flair mit diesen Airline-Schienen. Ja. Also das fixt mich ziemlich an, muss ich sagen. Also wenn du da was rein und rausbauen kannst. Genau. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, es gibt ja Ausbauer, das ist schon ein Kampfangebot, wenn du hier mit 25 anrückst, oder? Was ist denn da dabei in der Grundausstattung? Das ist die Grundausstattung rundherum. Ausbau, der Strom, die Isolierung. Also die Lampen. Ausbau und Isolierung. Hm. Und dann geht es dann los, was willst du im Fußboden haben? Zweier, Dreier Fußboden kommen dann dazu. Schränke, Fenster. Hm. Du kannst auch wie hier drüben, kannst du ein Serienfenster, der hat ja hier die Serienfenster drin, da kommen ja gar keine rein. Der ist ab Werk schon die Fenster drin. Also okay. Das brauchst du nicht. Also wie man will. Da gibt es halt hier die Verkleidung. Das sind jetzt die Verkleidungen, die wir gemacht haben. Und die sind dann mit Stoff von uns bezogen. Ne, das passen wir alles an. Das ist jetzt hinten das Heckteil, das ist die Serienlampe, wenn du jetzt auf und zu machst. Achso, ihr habt die bezogen dann mit dem hochwertigen. Wir tun nur einen Teil dann passend machen. Ne? Das sind nicht alle Verkleidungen, kriegst du ab Werk, die lassen wir uns auch anfertigen. Mhm. Die Teile ist alles angefertigt. Ne? Ja, ich habe gesehen, wenn ihr die jetzt auseinandernehmt, ihr habt jeweils eine eigene Box pro Fahrzeug, da kommt alles rein. Es wird alles wiederverwendet oder vieles. Ja, es wird ein Teil wiederverwendet, aber obwohl die Autos sind ja nackt. Die kommen nackt? Die meisten kommen nackt. Also das sind die anderen Teile, die fertigen wir im Endeffekt alles an. So, jetzt ist ja so, wenn ich das als reines Transportfahrzeug kaufe, dann die sind ja gar nicht so teuer. Ich habe mir das mal entsprechend rechnen lassen. Das ist ja bezahlbar, so ein Transporter, Sprinter. Ja, das kommt darauf an, wie du den nimmst. Also beim Sprinter kannst du bei 40 fängst du an oder 35. Aber kannst der geht auch bis 100. Der geht auch bis 100, also 70.000. Also wenn ich jetzt hier so ein Grundkonzept, der Allradsprinter mit der Ausstattung mit 190 PS, mit Automatik und alles, was der so hat. Kostet 70. Allrad. Ja. Allrad kostet, glaube ich, so um die 9.000 plus Mehrwertsteuer. Also 70 brutto muss die Mehrwertsteuer abziehen. Die Handwerker ist ja im Endeffekt Mehrwertsteuer abziehbar. Ne? Sag mal, also auch hier hinten, wenn ich sage, ich hätte gerne im Heck noch ein Fenster, würde gehen? Das ist kein Problem. 50-50 geht da rein. Ist ja hier drin. Genau.
Hier will ich auch nochmal, genau, da ist ein Ausschnitt drin. Hier kommen noch so Taschen dafür, dass so, also das ist jetzt im Endeffekt so ein Packnetz oder Gepäcknetz, wie man das nennt. Hier lasse ich noch so eine Tasche für anfertigen, wo man dann verschiedene Sachen reinmachen kann. So, wie man sieht, ist der hinten auch isoliert. Das zeige ich mal gerade, dass man hier es nochmal sehen. Hier ist auch Armaflex drin. Das gleiche nochmal doppelt, also stark. Ich bin ganz, ganz beeindruckt. Tolles System. Klaus Hühnerkopf, dir wird auch nicht langweilig, oder? Nee, normal nicht. Gibt immer wieder was Neues. Und ja, wenn man das ausprobiert, ich entwickle die ja immer mal dazu. Und wenn du es selber fährst, ist es immer was anderes, als wenn du das. Heute werden ja viele Wohnmobile am Reißbrett gemacht und die Leute, die das zeichnen, haben ja eigentlich mit Wohnmobilfahren gar nichts mehr zu tun. Mhm. Ja, und das ist halt bei uns der Unterschied. Ich fahre ja auch schon 30 Jahre Wohnmobil. Das tut mir leid. Was? Nein, ich mach's gerne. Du kennst dich auch gut aus. Thema Bett, du wolltest noch was zeigen mit dem Bett, dass wir das noch mal kurz einblenden, wie das Bett hier gemacht wird. Denn ich mach mal eins, du suchst das Bett mal ganz kurz raus und ich gehe mal gerade drum rum und zeig noch mal so ein paar Details, die wirklich von der Verarbeitung her sehr hochwertig sind. Denn der Boden ist komplett durchgehend. Ich habe also keine Stolperfalle. Das ist vielen auch ganz, ganz wichtig. Und das Thema Heizung wird vom Klaus, das ist auch wahlweise, er liebt, muss man sagen, die Webasto Dieselstandheizung. Das ist, ja. Es macht doch Sinn. Ich habe den Kraftstoff, den brauche ich nicht extra schleppen, ich brauche kein Gas. Genau. Also wenn will ich ja nicht nochmal zusätzlich da irgendwo eine Gasflasche und so haben. Ich brauche ja auch dann wieder den Platz für die Gasflasche. Und da ist das. Hier siehst du das, wenn ich dir das mal zeigen kann. Hier ist das Bettmodul. Das sind drei Teile. Die kannst du einzeln rausnehmen, kannst du eine Höhe verstellen. Hier sind die Schränke auch hinten mit drin. Und hier ist zum Beispiel eine Zweierreihe, die wir schon gemacht haben, wo dann ein hochwertiger Sitz drin ist. Ne? Hm. Genau, wenn du das Bettmodul gerade nochmal zeigst, eben was du hattest. Also da ist hinten jetzt, ich sag mal, die Ablage drin, die ich auch verwenden kann zum Laden als Zwischenboden. Genau, die kannst du als Zwischenboden machen. Wenn du hier außen guckst, ist so eine Schiene. Genau, du musst die Hand mal ganz kurz wegnehmen, sonst sieht man es nicht, genau. So, da ist jetzt die Platte drauf, eine Zwischenschiene. Genau, da ist die Platte drauf und da kannst du diese Schiene ganz hoch und runter machen und danach die Platten schiebst du so zusammen. Mhm. Ja. Und dann, genau, wenn du gerade nochmal zurück machst. Da siehst du die Schiene. Ah, da ist die Schiene. Da ist die Schiene. Ja. Und so ist dann halt. Genau, ich filme es mal gerade ab, wenn du mir die Platte nochmal zeigst. Ich gehe mal ganz nah dran, dass man es gut sieht. So, da ist die Platte drin und die ist in der Mitte und da kommt das Bett drauf, die Matratze. Ganz genau, es sind drei Teile. Eins, zwei, drei Teile. Mhm. Ja, ich gehe jetzt mal zurück. Dann zeige ich dir das nochmal. Hier kannst du es auch nochmal sehen, das ist baubefindlich. Ja. Genau, bitte mal die Hand wegnehmen. Da ist es drin. Genau. Toll. Also, zusammenfassend, das ist ein praktisch LKW oder PKW, je nachdem wie die Zulassung ist beim Handwerker. Dann, ich sag mal so, habe ich einen richtigen Stromanschluss auf Wunsch, zum Beispiel vom Mastervolt, wo ich Energie auch fürs Arbeiten abzwacken kann. Ich brauche nie wieder eine Steckdose, denn 200 Amperestunden, das ist schon eine Menge Holz, damit kann ich stundenlang arbeiten. Ja, das ist so, kann ich stundenlang. Und ich sag mal, wenn ich keine Außeneinspeisung habe, kann ich das Auto mal laufen lassen. Ob ich jetzt ein Notstromaggregat laufen lasse oder lasse das Auto laufen. Wenn ich jetzt auf Montage bin, ist es doch mein Auto. Das heißt, ich bin Montagetechniker, kann drin schlafen, kann überall von A nach B fahren, habe eine Standheizung drin. Toilette, Trenntoilette. Ich meine, ich brauche nicht mehr auf das grässige Dixie zu gehen, wo jeder jetzt drauf geht. Ne? Ich kann in meinem Auto kann ich auf Toilette gehen und kann das alles so passend machen. Zielgruppe Leute, die so ein Fahrzeug gerne haben möchten, um die Welt zu bereisen, aber handwerklich nicht begabt sind, so wie ich. Das wäre doch eine tolle Zielgruppe, weil man sieht immer diese Van-Leute, die können alle, irgendwie hat man das Gefühl, die können 15 Gewerke auf einmal, sind überall perfekt. Das ist ja nicht jeder. Es gibt ja auch Leute, die wollen einfach mal so ein tolles Fahrzeug haben. Ihr baut quasi sowas in Handarbeitsqualität. Das machen wir auch. Das ist die andere Sparte. Also das ist hier, ich meine, das für Handwerker, das geht vom Gärtner ist auch ein Handwerker. Ein Gärtner, ein Maler, ein Elektriker, ein Maurer, ein Tischler, jeder kann das Fahrzeug nehmen. Und dann geht es ja weiter bis zum Paketdienst und hin und her. Ist überhaupt kein Problem. Da gibt es auch viele Selbstständige, die sagen, da gibt's viele, ja. So, ich zeig's mal. Also, Klaus Hühnerkopf ohne H, hat mich eben meine Frau noch gefragt. Wo soll ich die Rechnung hinschreiben? Habe ich gesagt, Klaus Hühnerkopf, aber ohne H.
die Premium-Manufaktur. Du machst das Ganze schon ewig. Du bist, 31 Jahre. Ihr habt mehrere Meister hier beschäftigt? Ja, einmal Elektro und Schreinermeister. Genau, du hast eine riesen Schreinerwerkstatt, gibt es ein eigenes Video zu, auf das ich verweise, wo wir einen Rundgang machen. Du hast CNC-Maschinen, du hast alles hier an Bord. Das muss man auch haben. Und ihr könnt Stahlbau, das kann man wirklich sagen, oder? Ja, Stahlbau und dann Elektrofachbetrieb sind wir. Also wir sind auch in der Elektrofach-Handwerksrolle eingetragen und halt auch Tischler-Handwerksrolle. Ja, das heißt, du zahlst IHK und HWK? Alles. Jeder, der was will, muss man bezahlen. So, und hier steht sie. Die ist relativ neu? Die gibt es so neu. Noch nicht? Ja, die ist neu. Die habe ich zur Verfügung gestellt gekriegt zum Ausprobieren. Von dem System? Von dem System. Und muss sagen, ich darf es auch ab und zu mal fahren. Aber jetzt im November möchte ich das nicht mehr machen. Ne? Ist der gut, Herr Schmaus? Der ist gut, alles gut. Der ist auch selber Wohnmobilfahrer. Wohnmobilfahrer? Ja. Der gute Herr Schmaus. So. Ich hatte mal eine K1200 LT, aber die ist mir im Stand immer ein bisschen... Also wenn die mal fällt, da fällt es, oder? Das stimmt. Also die ist noch nicht gefallen, aber ich bin mal mit einer Harley gefahren und da hatte ich... 400 Kilo? Da 450. Die am Berg? Die ist mir... da habe ich auf dem Schotter gestanden, da sind mir die Füße langsam auseinandergegangen und da ist mir umgefallen. Und da, die alleine hochzubekommen, das ist schwierig. Ich weiß. Und das auch beim Verladen, auch bei Wohnmobile. Da ist dann das Verladesystem optimal. Ne? So, ich zeige es mal gerade hier vorne. Also, Funwork 604x4 und Funwork, das Arbeitsfahrzeug, mit dem man auch Spaß haben kann am Wochenende. Klaus Hühnerkopf, da sind wir. Und wenn Sie Lust haben, ja, am besten mal anrufen hier. Bis denne. Tschüss, Klaus. Alles klar. Ciao. Tschüss. Schönen Abend.